Ich weiß tatsächlich nicht, wie ich auf dieses Video gekommen bin. Das Video ist ein Monat alt, aber es wurde mir auf der Startseite angezeigt. Und wenn es darum geht, zur Startseite YouTube gibt es neue Videos. Gar nichts. Emine, mein erstes Video, Q&A. Also ich sehe gerade, der hat einen eigenen Kanal, Digga. Wir sind heute... Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Ich werde heute diese Q&A machen. Also Fragen und Antworten. Ich habe auf Instagram so eine Fragerunde gestartet und hier sind eure Fragen. Ich werde natürlich nicht alle beantworten, aber die wichtigen. Mein Freund wird sie vorlesen. Wer? Meine Freundin oder mein Freund? Mein Freund wird sie vorlesen. Mein Freund. Ich werde natürlich nicht alle beantworten, aber die wichtigen. Mein Freund wird sie vorlesen. Ey, warte mal, das muss ich auf Slow Motion abspielen. Ich schwöre, mein Ohr hört gerade sehr viele Sachen. Mein Freund wird sie... Mein Freund. Offiziell mein Freund, wir haben es analysiert. Mein Freund wird die Fragen vorlesen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war sie also noch mit ihrem Freund zusammen. Jetzt ist die Frage, ihr Freund wollte ja eigentlich, dass sie sich komplett von den Videos fernhält. Jetzt verstehe ich nicht, warum er sie unterstützt hat bei den Videos. Keine Ahnung, Fragen über Fragen. Aber wie gesagt, der Freund liest die Fragen vor. Das heißt, wir hören zum ersten Mal die Stimme von dem Freund. Erste Frage von Valentina unterstrich. Strich. Glaubst du, dass du mal wieder irgendwann in einem YouTube-Video mitmachen wirst? Also ja, aber natürlich auf meinem Kanal. Bei anderen YouTubern werde ich nicht mehr zu sehen sein. So, macht mir Spaß. Aber was blockt mich das? Aber ich finde es eigentlich auch nicht okay. Emine, hast du mir da was zu erzählen? Zweite Frage. Hast du noch Streit mit Burak? Nein, wir haben alles geklärt. Und ihr solltet auch nicht alles glauben, was ihr im Internet seht. Also ich meine, natürlich war der Kampf real. Unser Streit war real, aber... Der Flug war ebenfalls real. Der Perückenhieb war ebenfalls real. Also, ja, sehr real auf jeden Fall. Wurde das alles so hochgepusht. Hier ist eine interessante Frage von Miss Boss 06. Was ist dein Ziel? Also mein Ziel ist es... Warte, jetzt müssen wir überlegen, was ist mein Ziel? Wir haben es ja mitbekommen, Schlägerei, früher Burak, sie ist geflogen, Flugzeug, Corona, darf nicht fliegen. Es gibt ein paar Länder, wo man einreisen darf. Welche Reiseziele wären das denn? Ja, Lepo-Schnelltest, Alter, die wollen auch nur Geld machen, die Keks. Emine, hier ist der Urlaub trotz Corona möglich. Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera, Sri Lanka und Uganda, Digga. Ab in die Flieger, Emine. Für die Jüngeren ein besseres Vorbild zu sein. Kleiner Bastard, nur weil du Korb bekommen hast. Hä? Nein, wirklich. Sorry, nein, wirklich, wirklich. Natürlich habe ich viel gebaut. Jetzt kommt dieses Piep. Aber guck mal, da muss ich sagen, hat sie sich selber reflektiert, weil sie zugegeben hat, ey, ich habe viel Scheiße gebaut. Das macht natürlich auch noch sympathischer, wenn sie das ins Video reinschneidet. Ich glaube aber nicht, dass Emine das Video selber geschnitten hat. Das hat safe irgendjemand geschnitten. Vielleicht sogar Pumpkin, ich weiß nicht. Das werden wir spätestens merken, wenn irgendwas zensiert werden muss. Aber ich muss sagen, das macht sie dementsprechend nochmal sympathischer, wenn sie selber sagt, ey, ich habe zwar früher viel Scheiße gebaut, aber ich will ein Vorbild für irgendwelche Menschen sein. Auch viel beleidigt in den Videos von den anderen YouTubern, aber ich habe halt gemerkt, dass sehr viele Jugendliche... junge Leute zuschauen, 13, 14-Jährige. Und es deswegen nicht gut ist, immer zu beleidigen. Daher möchte ich auch mich und meine Art ändern und ein besseres Vorbild für euch. Ich möchte mit diesem Kanal auch was Eigenes aufbauen. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Geschäftskonto aufmachen und Geld verdienen. Ach, Emine. Eigene, sag ich mal, Karriere beginnen und ja. Mal gucken, wie es läuft. Und zwar, bereust du es, dich in Videos so benommen zu haben? Das würde mich auch interessieren, weil ich persönlich habe immer gesagt, in den Reactions, ey, die werden es irgendwann bereuen. Jetzt beantwortet sie die Frage, ob sie das bereut. Also, natürlich hätte man es besser machen können, aber im Endeffekt ist jetzt halt schon so passiert. Bereuen tue ich es, ja, aber aus Fehlern lernt man. Ich glaube, da ist es eher so, wenn du jetzt mit Eltern zum Beispiel das Video gucken solltest und deine Eltern dann sehen, ey, wie du da durchgedreht bist, wie du da irgendwelche Leute beleidigt hast, dann wird, glaube ich, sehr unangenehm. Aber wie gesagt, wenn sie selber sagt, so, ey, sie will sich jetzt da ändern und Vorbild sein, das macht auf jeden Fall dann deutlich sympathischer. Die Frage ist von Random Julie 1. Wie bist du auf Pumpkin Monkey zugestoßen? Kannst du mich bitte grüßen? Grüße gehen Monkey. Aus Arm Julie. Und ja, also es kam dazu, mein Freund und ich waren zu dem Zeitpunkt halt getrennt. Und dann wollte ich mich mit meinen Mädels treffen, wir wollten was essen gehen. Ich habe mich schick angezogen und dann kam halt Pumpkin. Jetzt ist die Frage, schick oder kurz? Da schleimt der, da versucht der klären, wie ist das? Ding zu mir und meinte halt so, hey, hättest du Lust in meinem YouTube-Video mitzumachen, wie ist das? Und anfangs war ich erst unsicher, aber dann haben meine Mädels gesagt, ja okay, komm. Dann dachte ich mir, ja okay, keine Ahnung, habe ich halt mitgemacht, aber...
Ja. Die nächste Frage von My Sweaty. Hast du einen Freund? Die sollen sehen, dass ich ein Mensch bin und auch trinke. Gut, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie mit Budak diese Schlägerei hatte an der Hauptwache, eine Dose in der Hand hat und nicht so ein Glas. Sonst wäre da einiges eskaliert, glaube ich. Wie hast du das mit Budak geklärt? Und grüß mich mal auf Ehre. Heiße David. Ich grüße dich. Wie die alle nach Gussidius geilen, Alter. Ich geier, Junge. Budak und ich, wie wir es geklärt haben, keine Ahnung. Keine Ahnung, bei Budak ist es so komisch. Ihr habt Stress mit dem, aber irgendwie hält er euch trotzdem Schwester und tut so, als ob er gut mit euch wird. Der ist eh, keine Ahnung, kaputt im Kopf. Aber, ja, er hat sich entschuldigt. Dann habe ich halt auch gesagt, ja. Ich hab gar nichts gemacht. Kannst du mal schneller gehen? Ja, ist okay, ich hab's mir nicht Zeit. Du musst aber voll viel schneiden. Ach da, jetzt stellt sich heraus, der Freund schneidet die Videos. Junge, der hat auf jeden Fall so viele Memes reingeschnitten, die hier rausgeschnitten wurden. Weil sonst wäre es zu viel, Digga, zu viele Memes. Ich weiß nicht, ich hasse diese Memes in letzter Zeit. Und der Freund hat nur noch Memes gemacht, Junge. Die nächste Frage ist von Samira. Was benutzt du alles für Foundations? Keine Ahnung, was das ist. Also zufällig. Foundation ist, soweit ich weiß, irgendwas, was du hier drauf machst. So eine beigefarbene Creme. Die machst du hier drauf, um irgendwie deinen Hautton zu machen. Keine Ahnung. Wiederweise ist es gerade neben mir. Und ja, das ist von Estee Lauder. Nächste Frage von Alessia 2405. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 2 kleine Schwestern und 1 kleinen Bruder bekommen. Von was hättest du gerne mehr im Leben? Von was ich mehr im Leben möchte? Ja. Ja, also Fame, Geld, geile Weiber und dickes Auto. Ja. Mehr Frieden, weniger Kämpfer, die für Menschenrechte kämpfen. Rassismus. Und generell halt, dass sich halt alle besser verstehen, dass es weniger Hate gibt, zum Beispiel auch unter meinen Videos, wird auch viel gehatet. Und generell auch bei anderen Leuten, ob Mariam oder Nicole, okay, Nicole zeigt schon viel Arsch und so, aber lasst Menschen doch einfach leben und sein, wie... Ja, das Problem ist, guck mal, viele sind einfach selbst dafür zuständig, Digga. Ich sehe ja auch, was auf TikTok da gemacht wird und... Da ist halt viel passiert, viel Fake-Sachen. Also die geben den Menschen keine andere Möglichkeit, als da irgendwelche Kommentare zu schreiben, dass sie sich lustig drüber machen. So. Also viele sind selber dafür schuld, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt auch viele Leute, die vielleicht Videos machen und gehatet werden, wo aber nicht die Begründung dafür da ist, Digga. Aber bei vielen ist halt wirklich so, die sind schon da, also... Warte mal, ist das der Freund, Digga? Jetzt, ich glaube, heute wurde echt der Freund geleakt. Wie groß bist du? Und ich stelle gleich die nächste Frage, die sie auch gestellt hat. Wann hast du Geburtstag? Ich bin 1,58 groß. Also ich bin am 10.07. geboren, 2001. Für die, die nicht rechnen können, ich bin 19. Und mein Geburtsdatum könnt ihr euch gut merken, wenn ihr wollt. Mit Messi, Ronaldo, 10,7. Woher deine Lashes? Zufälligerweise. Jo! Sind die Lashes auch neben mir? Also die habe ich jetzt von Amazon. Ah, ich sag euch, die Lashes sehen manchmal wirklich sehr gruselig aus, Digga. Wie so eine Art Spinne. Amazon. Amazon. Ja. Oder die hier. Die habe ich zum Beispiel auch von Eyelashes. Also es ist eigentlich voll egal von wo. Hauptsache, die sehen halt voluminös aus. Aber für die, die jetzt zum Beispiel nicht online bestellen können, im DM, gibt es auch von BH richtig schöne Wimpern. Und die müsst ihr theoretisch nicht mal bezahlen, wenn ihr einfach ein bisschen schlauer seid. Einfach nehmen, Tasche und raus. Wie läuft so mit deinem Leben so? Schule, Freund, Familie etc.? Also mit meinem Freund läuft super. Lief super. Meiner Familie kein Kommentar und ja, mit meinem Leben generell eigentlich auch ganz gut. Wann spielst du gegen mich FIFA? Also der Grund war deswegen, du hast ja gesehen, da wo ich mit Emine gestritten habe und daneben stand dann so eine schwarze Junge. Der war mein Kumpel, genau. Der hat mir am Ende gesagt, komm, lass gehen, damit die Sache nicht noch mehr eskaliert. Deswegen bin ich gegangen. Aber weggerannt bin ich gar nicht. Hier läuft doch irgendwas gerade schief.